Hallo und herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront. Warum ich die Anmoderation jetzt genau bei diesem Bild mache, kann ich euch leider nicht sagen. Beziehungsweise ich kann es euch schon sagen. Ich möchte nicht, dass ich gleich in eine Cutscene reinpoppe und dann irgendein Shit passiert. Genau das, weil das guckt ihr euch jetzt erstmal an, ohne mein Hieselgefräße. Captain, she's highly trained. Deception, infiltration, extraction. She's special forces. Paiden Versio. Inferno Squad. Commander Versio, you must be important. Look at me. So let's talk facts. That's what I'm here for. You have the activation code. I've got the ability to help you out. Just give me the code. You know we can really use someone like you. Just help me and I'll help you. It's that easy. I'm gonna get what I want eventually. My best technicians are slicing into your droid right now. Take on my offer. All I want is the code. Die sieht nicht sonderlich begeistert aus von dieser ganzen Sache hier. The Empire's time has come. You don't have to go down with it. You're right. The Empire's time has come. Oh, richtig überzeugte Menschen. VZ-626. VZ-626. VZ. Aktivierungscode. Why have me here? An ID-10 tactical droid. Your wing were advanced in the ID-9. Slicing into you is not going to be easy. Might I suggest a less invasive procedure? Wish I could, but we don't have the droid's access code. Might I suggest finding the access code? The captain's working on it in the detention center. Until then, Mann, the only way to access this droid's data is to pry the memory core out of its shell. Analysis shows this ID-10 has been modified. So, tschüss. Droid, execute the plan. Download the ship's schematics from their computers, then come find me. So, hallo, halt die Fresse. Also, hallo, willkommen zu einer weiteren Folge. Haha, witzig. Nein. Willkommen zur ersten Folge vom Story Mode von Star Wars Battlefront 2. Ein meiner Meinung nach doch relativ gutes Spiel, auch wenn viele mir da jetzt sicherlich widersprechen würden. Allerdings finde ich das Spiel gar nicht mal so schlecht. Besonders den Story Modus finde ich sehr, sehr cool. Also von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ich habe den natürlich nicht gespielt. Ventilation System. Wo könnten wir da hin? Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wie ihr sicherlich merkt. Wie komme ich runter? Ah, okay. Wie ihr sicherlich merkt, bin ich krank. Deswegen kam auch in letzter Zeit nicht so viel. Natürlich auch Weihnachten und Shit. Aber eigentlich war es wirklich eher meine Krankheit. Ich hätte nämlich durchaus ein, zwei Mal die Möglichkeit gehabt, aber ich bin seit Weihnachten erkrankt. So, jetzt müsste ich gerne noch wissen, da hoch. Wo lang? Hier lang? Ja. Aber auf jeden Fall freut es mich. Ich freue mich, mega jetzt wieder aufnehmen zu können.
Und ich freue mich auch richtig, Battlefront 2 zu spielen. Ja, das ist nicht so beeindruckend. Aua, aua. Ah, okay. Man darf auch nicht dazwischen stehen. Das hätte ich jetzt erraten können. Habe ich nicht. Ich bin nämlich ein bisschen dumm. Schade. So, ja. Aber ja. So schlimm wäre das, glaube ich, gar nicht. Dann wäre ein Versio halt gefangen, aber der Drive wäre ja weg. Und dann hätten wir eigentlich gar keine Probleme mehr. So, hallo, kleiner Junge. Nein, 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 warte, 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 warte. Ah, Ortungszeile, okay. Rebellen. Anwesenheit. Sehr schön. So, ich muss auch hier jetzt direkt wieder einen kurzen Cut setzen. Das freut mich sehr. Ich bin wieder höchst erfreut, dass ich so viele tolle Menschen um mich rum habe, die mir das Aufnehmen immer wieder überhaupt nicht ermöglichen. Ja, kurzer Cut. So, da sind wir dann auch wieder. Haben hier so eine Schlampe geschockt. Das finde ich sehr schön. Aber ja, auch dieses ständige, oh, hallo, wir kommen jetzt mal in dein Zimmer und gehen dir auf die Nerven. Das ist echt immer alt. Ich habe den Luftschacht schon gesehen. alles schön, alles sexy, alles cool. Genau wie ich. Alles schön, alles sexy, alles cool. La 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 la. Ja, also, momentan ist Pokémon irgendwie, ist ja immer nur so ein paar Wochen-Projekt. Das ist immer so ein bisschen schwierig mit Sven. Wir haben halt andere Aufnahmetage und das ist dann. Okay. Und sorgt dann für. So, Moment. Okay, er one-hitted mich, das ist auch cool. Ich wusste nicht, dass ich ihn nicht einfach shocken kann, wie in jedem anderen normalen Spiel. So, naja. Also, ich wollte ja sagen, Lost Levels ist ja momentan mein eigentliches Hauptprojekt gewesen. Und ich hatte nichts anderes, sondern, ne, ihr wisst ja. Ich hatte ja Daniels gebeten, ein bisschen was aufzunehmen. Das hat er ja auch gut gemacht. Habt euch das ja auch gerne angeguckt, wie ich das so mitgekriegt habe. So, ich warte jetzt mal, bis der Hack wieder da ist, weil ich habe keine Lust, hier in irgendwas reinzulaufen und schon wieder zu sterben. Dreimal im allerersten Level zu sterben, ist natürlich schon mal relativ gut. Obwohl, glaube ich, akzeptabel, wenn es denn eine Schleichmission ist, in der man gewonnen wird. Das finde ich übrigens nicht so gut. So, hacken. Finde ich übrigens sehr gut. Die Frau redet aber auch immer so böse. Also die ist schon wirklich so richtig Imperium. Ist richtig drin. In diesem Vibe. Und ich trete die ganze Zeit hinten gegen das Kabel am Computer. Weil die relativ lose sind. Und deswegen geht mein Bildschirm die ganze Zeit aus. Und machen wir auf das Ganze. Ja, weil da wollte ich jetzt Battlefront spielen. Ich werde auch dann demnächst noch ein neues Spiel anfangen. Und sobald Lost Levels fertig ist, werde ich sehr schön. Oh, geil. Hat hinten so ein Backpack. Agent Hask, do you read me? Loud and clear, Commander Versio. You're right on time. I'm moving to the communication center. Copy that. Once I've located and destroyed the stolen Imperial message, I will signal for extraction.
So, die labern mir die ganze Zeit hier einen vor. Das finde ich nicht so cool. Oh, oh, schlafen gehen, mein Sohn, schlafen gehen. So, was bist du denn für einer? Für ein Häsliger. Okay, habe ich gemerkt. Ich kann trotzdem schauen. Sebem. Tja, der hat das gesehen, aber danach hat er nicht mehr so viel gesehen. Ah, hören die auch mal auf zu labern. Vor allem das Tollste, über was ich mich immer freue, ist halt, ich sitze wirklich 15, 16 Sekunden im, ich nehme jetzt mal diese Scheiße raus, damit die nicht mehr im Reinlabern. Ich nehme mal so 15, 16 Minuten, sitze ich dann immer schon so schön in meinem Zimmer und denke mir, ich kann jetzt nicht aufnehmen, kommen zu viele Leute rein, ne? Aber nein, okay. Aber nein, es kommt keiner rein. Dann nehme ich mir tatsächlich mal die Zeit, 2 Minuten vorzubereiten. Und wer kommt dann rein? Jeder Mensch in diesem Haus. Hallo, 2 Minuten. Hallo. Wie geht's denn so? Wir wollen ja auf den Tag gehen. So, ich werde jetzt mal versuchen, noch weitgehend unentdeckt zu bleiben. Das wird schwierig jetzt. Oh, er hat aber einen Double Zap hingekriegt. Das finde ich ganz gut. Also ich versuche mal lautlos zu bleiben. Aber so eine Schießerei zu provozieren ist doch dann auch immer was Witziges, oder nicht? So, Silent Butz. Stirb. Ich habe einen Schlagstock dabei. Ja, die Frau gefällt mir immer besser. Ja. Und so werde ich halt auch dann demnächst noch ein Spiel spielen und danach möchte ich noch ein Horror Spiel spielen. Keine Ahnung, warum der das jetzt nicht gemacht hat. Warum sieht er mich? Warum sieht er mich? Sieht mich trotzdem. Hurensohn. So, also danach möchte ich noch ein Horrorspiel spielen. Jesus Christus. So, und schon muss ich mich durch die Gegend schießen. Ja, aber eigentlich wollte ich ein Horrorspiel spielen. Das hat aber leider dann nicht so ganz funktioniert, weil irgendwie die CPU das nicht mitmachen wollte. Und dann dachte ich mir, jo, die Star Wars Battlefront, die Story. Wollte ich sowieso spielen. So, jetzt habe ich auch wieder. Halt's Maul. Wie wär's denn damit? So. Also es gibt hier eine relativ gute Story, wie ich finde. Und ich kann jetzt auch noch gewähren. So, ich muss jetzt eine Luftschleuse erreichen und da ist wirklich viel Gutes dabei. Auch hier so meinen kleinen Wachhund dabei. So, hier noch ein paar Schlampen töten. Das ist eine Sache, die ich gerne in meiner Freizeit mache. So, jetzt muss ich wieder gucken. Ich kann ja nur diese riesigen Helme tragen müssen. Ja, ich habe eine Waffe. Hast du was anderes erwartet? Dachtest du, ich laufe hier rum so just for funny, ne? Luftschleuse. Wenn die mir nicht hinterherlaufen, juckt mich das doch nicht. Ja doch. Schießen sie auf Türen, um sie zu öffnen und zu schließen. Das ist immer eine gute Idee. Sollte man im echten Leben übrigens nicht so oft machen. Davon gehen Türen nämlich auch mal ganz gerne kaputt.
Na. Oh, Jesus. Das war eine schöne Execution. Nein. Ich bringe euch alle um. So, also ein bisschen... Einfach die Story von einem Shooter ist meistens ja relativ schlecht oder stumpf einfach. Aber ich finde eigentlich tatsächlich relativ gut. Star Wars bietet halt relativ schön hier so ein einfaches Bild. Kann ich eigentlich auch die Waffe wieder wechseln? Oder geht das nicht? Ich glaube das nicht. Ja. Oh, na. Was? Tschüss. Warum war ich so schnell tot? Okay, das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ohne halt irgendwie so eine Anzeige. Ich habe zwar eine Lebensanzeige, aber normal, wenn man angeschossen wird, wird man doch rot as fuck und so. Standard eigentlich. Oha, ich bin Vorhit oder so. Das ist bei vollautomatischen Waffen schon irgendwie kritisch. Das kenne ich so eigentlich nur vom CS. Ah, ich bin relativ schnell down eigentlich. So, der Junge gefällt mir immer besser. Also könnte ich das bitte auch privat haben? Oder war das einfach nur, weil hier Aliens umlaufen, die richtig cool sind? Oder weil die alle schwarz war? Dunkle Mächte, ja. Aber ja, diese Story hat mehrere Dreh- und Angelpunkte. So habe ich das zumindest mir gekriegt. Wie komme ich da hin? Könnte sich diese Tür öffnen? Oder tut ihr das nicht so gerne? Muss ich hier hoch vielleicht? Lüftungsschacht? Irgendwas machen? Scam. Nee. Ah, hier lang. Ah, okay. Also bin ich in einem vollkommen falschen Bereich gelaufen. So, jetzt wurde ich rot, aber gerade wurde ich es nicht. Ich weiß auch nicht warum. Das war ein sauberer Kopfschuss. Übrigens, mein Handy klingelt gleich, wenn die Folge vorbei ist. Das habe ich mir heute mal so eingestellt. Very intelligent, ich weiß. Oder hat er mich mit dem Nahkampf einfach so fett kaputt. Ich wollte extra nicht das F-Wort sagen, weil ich hier eine Frau spiele und... Ja. Hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen Kacke an der Backe, wenn er versteht, was ich meine. Wenn er versteht, was ich meine. Ey, Droide, ich nehme alles zurück über dich, wenn du diese scheiß Tür jetzt nicht aufkriegst. Special Forces. Special Forces. So sehen Special Forces aus. So kenne ich meine Special Forces. So, ja. Also Battlefront 2 über das Spiel stirbt. Möchte ich eigentlich jetzt nicht so sonderlich viel sagen. Eigentlich ist es ganz geil halt ein Battlefield. Im Star Wars Stil. Und sie fliegt hier gerade. Wake. Und wird jetzt durch ihren Handzug natürlich etwas geschützt. Da ist dann auch mein Schiff. Hallo. Easy peasy lemon squeezy. Und jetzt knallt diesen verdammten Kreuzer ab. So, Wexer. Die Grafik ist äußerst toll, wie ich finde. Okay, nein, ihr flieht einfach. Das ist auch gut. Und, sieht sehr geil aus. Zero casualties. Yep. Looks like you're still second in command. Oh, I'm patient. I can wait. Agent Miko, those jump calculations were perfect. Thank you, ma'am. If the landing wasn't too rough. Been too worse. Und in den Cutscenes möchte ich eigentlich relativ wenig reden und mein Gesicht auch immer eigentlich wegblurren. And the message? The fleet's location is still safe. Today, the rebellion died. Ab und zu mal so ein Kommentar, zum Beispiel hier, war deutlich zu sehen, sehr überzeugt
von sich selbst. Und was ich dazu noch zu sagen habe, außer ich finde dieses Spiel ziemlich cool, ist, dass ich jetzt gleich fertig bin mit dieser Folge. Und weil ich dementsprechend leider nur noch sagen kann, vielen Dank fürs Zusehen. Allerdings ist es auch so, oh, riesige Pizza. Also wir haben das Problem. Oh. Get the Inferno Squad now. Okay, der Inferno Squad, das sind wir. Da müssen wir eingreifen, müssen wir kaputt machen. Ich werde jetzt hier noch die Cutscene laufen lassen und dann werde ich die Folge beenden. Ich glaube, ich nehme direkt noch eine auf, weil ich nicht so viele Möglichkeiten dazu bekommen werde. Allerdings, also eigentlich. Oh, ich hasse es, wenn die mir in Cutscenes immer was da reinreden. So, ich lasse es jetzt noch laufen und dann, ja, beende ich die Folge. Sehr schöne Sniper. So, ich bedanke mich dann, wie gesagt, fürs Zusehen. Haut raus. Ciao.